Über 3 Jahre hat es gedauert, von der Planung bis nach heute zur Eröffnung der Landesgartenschau in Deggendorf. 17 Hektar ist das Gelände groß, das ist so viel wie 30 Fußballfelder. Und 164 Tage lang können jetzt die Deggendorfer und alle, die Lust haben, das Gelände anschauen. Heute haben die Politiker noch einmal das Wort, denn heute ist die feierliche Eröffnung in der Halle 2. Eigentlich wollte ja Ministerpräsident Horst Seehofer die Landesgartenschau offiziell eröffnen. Doch dann die Absage am Donnerstag. Er habe laut seiner Pressestelle eine Erkältung und müsse sich entschuldigen. Ja, sicher bin ich da enttäuscht, dass der Ministerpräsident nicht kommt, aber ich habe auch Verständnis dafür, wenn er gesundheitlich angeschlagen ist, dass es halt leider nicht geht. Aber er muss halt dann an einem anderen Tag nach Deggendorf kommen und da hat uns sein Büro schon das Signal gesandt, dass das auf alle Fälle kommen wird. In Vertretung durfte Umweltminister Marcel Huber die Festrede halten und somit den historischen Augenblick einläuten. Der erste Eindruck hielt den großen Erwartungen der Ehrengäste stand. Ich sage einfach toll. Ich bin ja immer zur Landesgartenschau gestanden, stehe es auch heute noch und bin heute überzeugter denn je. Also ich freue mich jetzt richtig auf eine ganz tolle Landesgartenschau. Also das ist einfach sensationell, deswegen, weil es nicht künstlich ist, sondern weil die natürlichen Gegebenheiten wunderbar aufgenommen worden sind. Man kann nur sagen, schön, dass Deggendorf so blüht. Prinzipiell bin ich natürlich kritisch, wenn das, was schon grün ist, dann nochmal grüner gemacht wird. Aber ich denke, wir müssen in Deggendorf die Chance nutzen. Es ist wirklich ein guter Start für diese Gartenschau in Deggendorf. Und ich hoffe natürlich, dass viele Gäste das wahrnehmen. Also gigantisch toll. Ein Gewinn für Deggendorf. Um diesen Tag und die weiteren 163 Tage zu ermöglichen, waren über 2000 Menschen an den Vorbereitungen beteiligt. Während der Landesgartenschau kümmern sich insgesamt rund 25.000 Helfer um den reibungslosen und abwechslungsreichen Ablauf. Den ersten Schritt hin zur Landesgartenschau hatte vor vielen Jahren aber der Stadtrat gemacht. Ich habe das selber noch im Stadtrat mitbeschlossen und wenn man dann sieht, wie so eine Maßnahme bei so einem tollen Wetter dann wirklich im schönsten Glanze strahlt, ich bin richtig stolz als Deggendorfer, dass wir das geschafft haben und dass das so eine tolle Entwicklung für unsere Stadt ist. Die Landesgartenschau in Deggendorf ist außerdem nachhaltig konzipiert. 14 der 17 Hektar des Areals können auch nach dem 5. Oktober noch genutzt werden. Das entspricht ungefähr der Fläche der Innenstadt. Doch momentan will noch keiner an das Ende der Gartenschau denken. Die Eindrücke lassen das Gärtnerherz höher schlagen. Ich selber bin ja ein bisschen ein Gartennarr. Das heißt, also, wir haben ziemlich viele Obstbäume zu Hause und ich pflanze auch gerne Blumen. In dem Fall habe ich also jetzt mehrere hundert Gladiolenzwiebeln gepflanzt und die zarte Abgeordnetenhaut ist das nicht mehr gewohnt, weswegen ich hier leichte Blessuren habe. Die Freude auf die Landesgartenschau kann so etwas nicht trüben. Vor allem, da die Vorfreude schon so lange andauert. Wir hatten schon zu Weihnachten als großes Geschenk die Jahreskarte mitbesorgt. Und wir werden sehr oft kommen. Das ist ja vom Plattlingen nur Katzensprung. Wenn man abends schnell mal zum Brotzeit machen kommen kann, wenn man schaut, was sich wieder verändert hat. Wir werden oft da sein. Ein paar Schritte sind es jetzt noch nach Fischerdorf. Die lang ersehnte Verbindung über die Donau wurde ebenfalls heute freigegeben. Die Stadtteile sind so noch enger zusammengewachsen. Genau das soll mit der ganzen Region passieren. Als Brücke dafür dient die Landesgartenschau. Man hat jetzt 7 Jahre gearbeitet auf dieses Highlight hin und das, was entstanden ist, ist wirklich aller Ehren wert. Das wird auch ganz Niederbayern weiter nach vorne bringen. Das ist ein Aushängeschild für den ganzen Landkreis, ich würde sagen auch für die ganze Region, für Niederbayern, aber auch unsere Gäste aus Pilsen sind zum Beispiel da, die Freunde aus Österreich. Das ist auch ein Leuchtturm in der Europaregion Donau-Moldau. Und von den Gästen profitiert auch der Einzelhandel. Und das nicht erst seit der Eröffnung. Ich habe schon eine Rückmeldung bekommen von einem Einzelhändler. Der hat gestern schon die ersten Landesgartenschau-Besucher bei sich im Geschäft gehabt. Und die haben ja auch festgestellt, sie haben einen Tag zu früh dran und haben aber trotzdem in Deggendorf gleich mal eingekauft. Also das ist schon mal ein gutes Omen und das soll in den kommenden Tagen so bleiben. Wer die Landesgartenschau besuchen will, kann an jedem Eingang eine Eintrittskarte erwerben. Dauerkarten können ebenfalls noch während des gesamten Zeitraums gekauft und personalisiert werden. Eine Investition, die sich lohnt, auch im Hinblick auf die rund 3000 Veranstaltungen. Herr Huber, haben Sie denn schon eine Dauerkarte für die Landesgartenschau? Noch nicht, aber ich bin mir sicher, dass ich nicht das letzte Mal heute hier gewesen sein werde. Sie sind jetzt schon durchgegangen. Was haben Sie denn für einen Eindruck bekommen?
Es ist wirklich gelungen. Man kann sagen, diese Ausstellung ist es wert, hierher zu fahren, denn es sind viele Komponenten, die hier sehenswert sind. Es sind natürlich die wunderbar gestalteten Blumenbeete, die Parklandschaften, die hier entstanden sind, aber auch die vielen besonderen Highlights in den verschiedenen Ständen, in den Angeboten, die hier gemacht worden sind, um Menschen über bestimmte Dinge zu informieren. Auch die kulturellen Dinge, die hier geboten werden. 3500 verschiedene Veranstaltungen, die hier laufen. Also eine Vielfalt von Dingen, die alle zusammen eins bilden. Man sollte sich das anschauen. Verstehen Sie da die Kritik vom Bund der Steuerzahler? Wenn ich ganz ehrlich bin, ist es eine Veranstaltung, die ich mir nachhaltiger nicht vorstellen kann. Es ist ein Gemeinschaftserlebnis für eine Region, die zusammenhelfen, diese Chance einer Landesgartenschau zu nutzen, einen besonderen gestalterischen Höhepunkt zu setzen. Hier war es zum Beispiel die Verbindung des Flusses mit der Stadt. Also die Stadt Deckendorf hat ihre Beziehung zu ihrem Fluss neu gestaltet. Jahrhundertelang war die Donau eher die Bedrohung von Hochwasser her. Jetzt ist es eine für die Bevölkerung hochinteressante Möglichkeit der Naherholung. Man kann hier wandern, man kann hier sich in die Sonne legen, man kann hier in den Spielplätzen mit den Kindern rumtoben und das alles ist eine echte Verbesserung der Lebensqualität für die Menschen, die hier leben. Vor nicht mal einem Jahr ist hier das Hochwasser gestanden. Was sagen Sie dazu, dass es auf so kurze Zeit doch noch gelungen ist? Ja, die Welt hat halt seine Freuden und seine Leitsituationen. Hier ist es halt wirklich für mich auch ein ganz besonderer Moment. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Zeit vom Juni letzten Jahres, welche große Not hier geherrscht hat und wie verzweifelt die Menschen waren und wie hier aber auf der anderen Seite auch hervorragend zusammengeholfen worden ist, um hier anderen das Leid zu reduzieren. Und wenn man jetzt auf der anderen Seite heute einen Höhepunkt hat, einen Freudentag, eine Zeit, wo man sagt, also wie schön ist es doch hier. Es ist halt das Leben mit seinen Licht- und Schattenseiten. Was wünschen Sie denn den Oberbürgermeister? Dass zunächst einmal heuer möglichst viele Leute hierher kommen und sehen, wie schön es in Deckendorf ist. Dass aber auch anschließend, wenn die eigentliche Landesgartenschau zu Ende ist, dass die Menschen aus Deckendorf dann ihre neu gewonnenen Möglichkeiten hier, die gestaltenden Gärten und Parks, dann reichhaltig nutzen und viele Menschen darin eine Freude finden, sich hier an der Donau, hier in Deckendorf, in der Natur zu bewegen. Vielen Dank. Gerne.